Moser Bambus, so weit das Auge reicht. Was Sie jedoch nicht sehen können, sind die enormen Mengen an Kohlendioxid, die der Atmosphäre entzogen und in diesem fantastischen Material gespeichert werden. Nach 5 Jahren sind die Bambusstämme reif und können geerntet werden. Die Stämme werden zu nahegelegenen Produktionsstätten gebracht, wo die hohlen Stämme geschnitten und der Länge nach in Streifen geteilt werden. Die Streifen werden weiterverarbeitet und die Innen- und Außenhaut, Rinde, wird entfernt. Die integrierte Hobelmaschine quetscht den Bambus zu vernetzten Faserbündeln. Dieses Rohmaterial ist die Basis für Bamboo Extreme. Die tonnenweise angelieferten, vernetzten Bambusfaserbündel müssen nach ihrer Ankunft zunächst trocknen. Die Qualität und der Feuchtigkeitsgehalt der Streifen werden sorgfältig geprüft, bevor die Bambusbündel zur thermischen Modifizierung in die Öfen kommen, um eine bessere Stabilität zu erreichen. Die Bambusfaserbündel werden in Phenolharz getaucht und erneut getrocknet. Der Bambus ist nun bereit, zu Bamboo Extreme zu werden. Die thermisch modifizierten Bambusstreifen werden unter sehr hohem Druck zu Platten gepresst. Die Bambusfaserbündel werden genau gewogen. Der Pressvorgang dauert 1 Stunde, um die Platten zu pressen. Nach dem Pressen ist die Härte höher als die von tropischem Hartholz mit einer Dichte von 1150 Kilogramm pro Kubikmeter. Die Bambusplatten benötigen mehrere Tage, um die Feuchtigkeit und Spannung im Material auszugleichen. Dann ist es Zeit, die Platten zu Terrassendielen oder Verkleidungsbrettern zu profilieren. Je nach Kundenwunsch werden die Produkte mit einem Öl veredelt. Nach einer letzten Sichtprüfung werden die Bretter auf Paletten verpackt und sind bereit für die Auslieferung. Moso Bamboo Extreme bietet die breiteste Palette an Bambusprodukten für den Außenbereich. Bombierte Oberflächen, Chevron. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, schöne Bamboo Extreme Produkte zu entwickeln, die zu den einzigartigen Orten passen, die überall auf der Welt auf diese Produkte warten. Wie dieser Terrasse im Wabali Spa in Deutschland, Brücken in französischen Stadtzentren und zahlreichen Hinterhofgärten, bis hin zu Verkleidungen an öffentlichen Plätzen und extrem hohen Wohntürmen hat Bamboo Extreme seinen Weg von den Moso-Produktionen in die Welt gefunden. Wie sieht Ihr nächstes Bamboo Extreme Projekt aus?